Hallo, befestigst du auch solch eine Hauptnebenträgerverbindung mit einem Balkenschuh? In diesem Video zeige ich dir eine bessere Lösung. Bleib dran! Um so eine Verbindung mit einem Balkenschuh zu verbinden, braucht ihr Kraft und Zeit. Ich werde euch jetzt aber eine bessere Alternative zeigen. Ihr dreht einfach jeweils zwei Vollgewindeschrauben unter 45 Grad von beiden Seiten ein. So spart ihr Zeit und Kraft auf der Baustelle. Und nun testen wir beide Verbindungen, wie sie sich unter Druckbelastung verhalten. Ich werde mittels diesem Druckzylinder auf die Vollgewindeschraube-Verbindung eine Tonne Last draufbringen. Danach werde ich rübergehen zur Balkenschuhverbindung und werde dieselbe Last aufbringen. Ihr seht hier die Hydraulikpumpe und ihr seht hier die Computeranzeige. Was ich jetzt machen werde, ich werde hier pumpen und die Last steigt hier nach oben. Bei ca. 10 kN werde ich dann stoppen und dann gehen wir her und schauen uns die Verbindung an. Nun wirken hier ca. 10,4 kN auf diese Verbindung. Wenn ihr euch die Verbindung aber anschaut, sie ist immer noch plan. Und nun werde ich dieselbe Last an der Balkenschuhverbindung aufbringen. Ich bin mal gespannt, wie sich die verhält. Was ihr jetzt vielleicht schon gut erkennen könnt, wir haben hier einen Höhenversatz von ca. 4 mm bei 10 kN. Was glaubt ihr, was passiert, wenn ich jetzt gleich 1,5 Tonnen Last draufbringe? Der Höhenversatz bei 15 kN liegt jetzt bei ca. 7 mm. Nun werde ich auf die andere Seite gehen und auch die 15 kN auf die Powerfoil-Verbindung wirken lassen. Wie du gut erkennen kannst, bei 15 kN ist diese Vollgewindeschraube-Verbindung immer noch formstabil. Nun werde ich diese Verbindung hier mit 20 kN, 22 kN belasten. Mal schauen, was dann passiert. Wir haben jetzt hier ca. 22 kN erreicht, das sind 2,2 Tonnen und ihr seht, die Verbindung ist immer noch formstabil, das heißt, wir haben noch keinen Höhenversatz. Als nächstes werde ich die Seite wechseln und werde diese Balkenschuhverbindung auch mit 2,2 Tonnen belasten, das heißt für euch 22 kN. Jetzt seht ihr hier einen Höhenversatz von ca. 1 cm bei 2,2 Tonnen Belastung, 22 kN. Warum ist das so? Ganz klar, eure Nägel hier drin, die werden komplett auf Abschirm belastet und nicht auf Zug. Ich werde diese Balkenschuhverbindung mit kompletter Last belasten bis zum Versagen. Dieselbe Last, die diese Balkenschuhverbindung nachher zum Versagen bringt, werde ich auch dort drüben bei der Vollgewindeschraubenverbindung aufbringen. Und dann werdet ihr den Unterschied richtig sehen. Nun seht ihr den Höhenunterschied von 1,5 cm. Ich kann es euch nachmessen. Das heißt für euch, diese Verbindung ist schon lange nicht mehr statisch tragbar. Was wir jetzt machen, wir bringen diese 31 kN drüben auf dieser Powerfoil-Verbindung auf und ihr werdet sehen, wie es sich dort verhält. Ich glaube, besser kann man euch diese Verbindung gar nicht erklären. Ihr seht hier, bei 31 kN, das ist dieselbe Last, haben wir einen Höhenversatz vielleicht von maximal 1 mm. Okay? Warum ist das so? Ihr müsst euch vorstellen, diese Vollgewindeschrauben, die eingedreht worden sind unter 45 Grad, können jetzt sowohl Druck wie auch Zug aufnehmen. Das ist eine formstabile Verbindung, die euch nicht nur Zeit und Kosten spart, sondern auch Kraft auf der Baustelle. Auch zu dem spannenden Thema Balkenaufdoppelung haben wir für euch einen tollen Versuch gemacht. Das Video dazu findet ihr hier.